Willkommen zurück bei Schwengeldieter. Wir haben schon einiges geschafft. Ihr seht hier oben schon maximales Lager 751k. Und Tatsache ist, dass wir auch bereits das Goldlager sogar noch eine Stufe weiter bauen. Natürlich einfach mit dem Hintergrund, dass wir nicht exakt diese 751 oder besser gesagt 750k hier haben wollen. Ich dachte mir, macht ja mehr Sinn, wenn wir da eine Million haben und dann eben auch, wenn wir jemanden finden, unser letztes Farmopfer quasi, wenn der noch mehr als diese exakt benötigte Summe hat, verlieren wir da halt nichts und wir müssen das Lager ja sowieso ausbauen. Gleichzeitig habe ich hier die Goldmine geklickt, das ist dann die erste Goldmine, die wir jetzt auf Level 8 ziehen. Dauert einen Tag und warum habe ich das gemacht? Vor allem, weil wir jetzt gerade nicht so viele Ressourcen hatten. Ja, und da hat sich das ganz gut ergeben. Ich würde ganz gerne noch die Kanone jetzt ziehen. Das dauert nämlich 12 Stunden und dann haben wir auch die dritte Kanone auf dem Max-Level. Das finde ich eigentlich eine schöne Sache. Nebenbei könnte ich übrigens mal diese Bäume hier abbauen. Also den Baum und den Stamm hier. Habe ich hier noch irgendwo was? Da liegt noch so ein Busch. Drei Kessel habe ich mittlerweile. Aber die brauche ich noch nicht. Und dann will ich mich mal einem Clankrieg-Angriff widmen. Und zwar in 1 Minute 20 Sekunden, wenn der letzte Riese hier fertig ist. Ich habe mir da auch, hoppala, schon mal jemanden ausgeguckt. Und zwar, ja, wir sind ja die Nummer 17. So, hier. Ja, wir sind wieder ein bisschen runtergefallen. Letztes Mal waren wir ja 15, aber es kamen anscheinend noch etwas stärkere mit rein. Jedenfalls sind wir jetzt die 17. Und die 17 wurde schon gemacht von unserer 13. Die 16 wurde auch schon gemacht von unserer 14. Und die 15... Ja, na gut. Wenn ich mir das so angucke, dann würde tatsächlich die 15 auch noch gehen. Muss ich ja jetzt mal sagen. Eigentlich könnten wir auch die 15 machen. Ich glaube, wir machen eher die 15. Ist ja auch eine Nummer cooler. Ich hatte ja eigentlich jetzt die Nummer 20, glaube ich. Hatte ich auserkoren. Aber ich muss gestehen, dass die 15 doch eine Nummer cooler aussieht hier. Die sieht halt zwar ein Tick schwerer aus, aber ich denke mal so, dass wir es schaffen. Weil wir locken hier raus, das ist überhaupt kein Problem. Und locken am besten hier oben zur Bauhütte. Oder zu einer der Bauhütten in den Ecken. Und dann greifen wir hier an. Hier mit Riesen rein. Vielleicht killen wir vorher noch die Kanone. Ich denke, das macht Sinn. Und dann mit Riesen hier rein. Und die Riesen werden als erstes danach auf jeden Fall auf den Minenwerfer gehen. Selbst wenn sie dann auf den Bogiturm gehen, danach gehen sie garantiert auf den Minenwerfer. Und die sind dann hier auch zum Großteil schon außerhalb der Reichweite. Das ist halt einfach mal richtig perfekt. Ich denke, das ist eine gute Idee. So, und der Rest ist ja dann nur noch Gegröße, was hier rumsteht. Okay, ich schau mal, ob ich hier schon alles fertig produziert habe. Ja, sieht gut aus. Armeelager ist voll. 33 Bogis, habe diesmal ein bisschen weniger dabei. Ein bisschen mehr Barbaren. Das ist aber ehrlich gesagt hauptsächlich Zufall gewesen. Und dann werde ich jetzt mal den Kollegen hier angreifen. So. Ah, okay. Gut, das war's aber auch schon. Perfekt. Ach, das ist natürlich eine wenig schöne Konstellation. Den hier werde ich jetzt gleich mal ausschalten. Gibt's den schon vorher? Ja, perfekt. Hat auch gleich geklappt. Und hier muss ich jetzt mal ein bisschen was tun. Und die Magier mit ihrem Flächenschaden haben halt immer das Problem, dass sie natürlich gerade bei Barbaren immer extrem viel Schaden einfach anrichten. Aber gegen so eine Bogi-Meute können die dann doch nicht so viel tun. So, perfekt. Der schießt noch nicht. Das ist natürlich optimal. Und jetzt kann ich dann auch gleich, wenn die kaputt ist... So. So, und die schicke ich auch direkt hinterher. Und diesmal benutze ich auch einfach mal spaßeshalber meinen Zauber gleich mit. Ja. So, das hat schon mal gut funktioniert. Der ist hinüber und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Aber es sieht schon so aus, als würden sie genau das tun, was ich hier erwarte. Also sie werden jetzt entweder auf den Bogiturm oder hier hingehen. Und sie wählen
Beides. Verstehe. Ein paar davon fehlen denen. So, das Ding ist gegessen. Die sind hin. Und ich mache jetzt hier einfach eine komplette Breitseite auf. Ist im Endeffekt völlig egal. Ich hätte hier nicht alle Truppen setzen müssen, bin ich mir relativ sicher. Das hätten die auch so geschafft. Zumal ja die ganzen Verteidigungsgebäude jetzt doch relativ leicht auszuschalten sind, schätze ich mal. So, also der Bogiturm hier ist ja schon relativ groß. Da muss man natürlich so ein bisschen auch mit, ja, quasi gegenhalten. Aber wir haben hier einfach genug Truppen da. Das sollte hier kein Problem werden. Okay, so, falls sich übrigens jemand fragt, ah, ich hätte übrigens mal eine hierfür aufheben sollen, aber ich hoffe, das werden wir auch so schaffen. Aber diesmal ist schon eine gute Sache, ne? Jetzt ist schon unter einer Minute. Ja gut, wir werden es auch so schaffen. Aber, diese Eckengebäude hier bringen halt schon was, ne? Gut. Bringen jetzt nicht den gewünschten Erfolg für den Menschen. Aber das ist auch gut, denn wir wollen schließlich gewinnen. Falls sich jemand fragt, warum ich eigentlich keine Magier mitnehme, ja, ich habe ja mittlerweile Magier, habe sie auch schon auf Level 2 geupgradet und jetzt könnte sich ja irgendwer fragen, so, warum zum Henker nimmst du keine Magier mit? Ja, auf jeden Fall berechtigte Frage. Und Hintergrund ist relativ leicht. Man schaue sich einfach mal an. Moment, wir gehen mal hier rauf. Also, so ein Bogi macht 12 Schaden. Verbraucht einen Wohnraum. Kostet 120. So, ein Magier verbraucht 4 Wohnraum. Ja, das heißt quasi, ein Magier macht so viel Schaden. Nein, falsch. Verbraucht so viel Wohnraum wie 4 Bogis. Heißt also, 4 Bogis, sprich 480 Elixier zu 2000 Elixier. Und schadenstechnisch, 4 mal 12, 48 Schaden gegen 70 Schaden. 70 ist natürlich mehr, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber der große Unterschied ist, ich muss einfach nicht mehr als das Vierfache an Elixier ausgeben. Ja? Ich habe zwar ein bisschen Elixier, aber zurzeit halt auch nicht so viel, dass es mir völlig egal ist. Und bisher fahre ich ja mit der Taktik noch ganz gut. Ja, ich meine, wir sind die 17 und haben jetzt 3 Sterne bei der 15 geholt. Wer will sich da beschweren? Ne? Die 14 zum Beispiel hat 3 Sterne bei der 14 geholt. Hier die 13 hat 1 Stern bei der 11 geholt. Ja, also unsere 4 hat deren 8 angegriffen. Also es ist alles halt so mittel... Ja, also keiner greift eigentlich über sich selbst an. Und schon gar nicht mit 3 Sternen. Das heißt, wir sind den anderen schon hart überlegen hier im Verhältnis. Was auch klar ist, denn ich bin halt schon deutlich erfahrener als die. Alleine dieses Rauslocken ist halt irgendwie bei vielen noch so, ja, es macht halt irgendwie niemand. Tja, auf jeden Fall ist das der Hintergrund, weshalb ich auf die Magier bisher noch im Angriff verzichte. Ja, aber es ist gut möglich, dass wir das in nicht allzu ferner Zukunft mal umstellen. Könnte halt spätestens passieren, wenn wir auch die Heiler hier haben. Ja, dass wir dann auch mal ein paar Magier immer so zwischendurch also mit einstreuen. Denn dann werde ich hauptsächlich wahrscheinlich die Taktik von Riesen mit Heilern fahren, weil das wirklich eine richtig ekelhafte Taktik ist. Aber eventuell, um den Schaden halt auszuteilen, streuen wir da auch ein paar Magier dann mit ein. Aber dann können wir halt auch schon deutlich stärkere Basen platt machen und dann ist das Ganze halt auch wieder ein bisschen was anderes. Aber jetzt, so wie wir, ich sag mal, auch mit Magiern hätten wir nicht die Chance, jetzt was wirklich viel, viel stärkeres platt zu machen, als das, was wir jetzt gerade schon platt gemacht haben. Denn es geht hauptsächlich ja darum, dass wir, wie auch hier, immer diesen Magierturm und den Minenwerfer ausschalten. Und sobald wir das halt gemacht haben, ist eigentlich egal, was wir hier noch drum platzieren. Ja? Und da hilft es uns jetzt, sage ich mal, irgendwie schauen wir uns mal irgendwie was Höheres an. Vielleicht die 10. Ich bin nicht sicher, wie gut die 10 jetzt ist. Gut, ist jetzt auch nicht viel stärker. Aber auch hier hätte es uns jetzt nicht so viel geholfen, wenn wir hier Magier hätten. Wir müssen auch hier Magierturm und Minenwerfer ausschalten. Und wenn wir das halt nicht hinkriegen, dann helfen uns da auch keine Magier dabei. Na gut, hier sind wir jetzt schon deutlich höher. Naja gut, das ist ja, also logischerweise schaffen wir den hier keinesfalls. Hier ist auch schon wieder so ein Rathaus-Rusher, den habe ich doch gerade schon gesehen. Also sowas
Ach, damit kann ich einfach nichts anfangen. Und vor allem, was der für eine Schrottbasis gebaut hat. Unfassbar. Hier ist alles frei. Hier kann man überall in der Basis Einheiten setzen. Und ich bin mir relativ sicher, dass das so nicht geplant ist. Also eine dermaßen Schrottbasis, wirklich. Aber gut, für 389k. Wunderbar. Soll mich nicht weiter stören. Können wir uns leider noch nicht vornehmen, aber bald. Ah, perfekt. Wir haben wieder 6er Riesen drin. Das ist natürlich optimal. Und jetzt können wir mal schauen. Ich würde jetzt halt, wie gesagt, einfach mal die Kanone machen. Und vorher machen wir aber noch die eine Mauer hier. Dann haben wir nämlich hier genau die 30.000 noch verpulvert. Stecken jetzt 100.000 in die Kanone. Und haben jetzt quasi kein Gold mehr und auch, naja, 80.000 Elixier. Also ich will einfach mal hoffen, dass wir jetzt auch nicht wirklich platt gemacht werden, wenn unser Schild in anderthalb Stunden ausläuft. Obwohl, nee, das Schild kicke ich jetzt mal. Ja, okay, um das Schild zu kicken, brauche ich natürlich erstmal ein paar Barbaren. Ich kann auch gleich mal wieder meine Truppen füllen hier. Jetzt habe ich versehentlich einen Bogi gebaut, aber ist auch egal. Ja, dafür baut er hier aber auch einen Barbaren mit. So, nee, da kann ich nämlich gleich mein Schild kicken. Das benötige ich jetzt nicht mehr erstmal. Ich möchte jetzt ein neues, ein frisches Schild bekommen. Forschungstechnisch machen wir nichts. Da warten wir jetzt, bis der Heiler freigeschaltet ist. Sprich, ab jetzt, also beziehungsweise ab morgen, dann ist ja auch das Goldlager fertig. Ab morgen ist dann Farmen für Rathaus 6 angesagt. Da freue ich mich schon drauf. Wenn wir das klicken können. Und das bedeutet auch, dass wir wieder einige Gebäude neu haben. Abgesehen davon, dass wir einen zweiten Magierturm und einen zweiten Minenwerfer kriegen. Na gut, der Luftfeger ist jetzt noch nicht so relevant für uns, aber wir haben mehr Mauern. Das bedeutet auch mehr Möglichkeiten. Wir haben zwei neue Minen. Und vor allem, ganz wichtig, neue Stufen. Hier endlich den Heilzauber in der Zauberfabrik. Nächste Stufe Labor bedeutet dann, Level 4 Labor heißt, wir können die Riesen nochmal upgraden. Vermutlich, bin ich ganz sicher, können wir dann nämlich auch den Heiler schon direkt upgraden. Das weiß ich aber nicht hundertprozentig. Die Clanburg, können wir die eigentlich auch verbessern? Ja, die Clanburg können wir dann auch auf Level 4 verbessern, können also 5 Truppen mehr mitnehmen. Und, eigentlich fast noch relevanter, wir können halt auch sehr, sehr viel mehr Kriegsbeute einlagern. Und das ist eigentlich besonders cool. Weil die 250k haben wir beim letzten Mal schon ziemlich locker geschafft. Also beziehungsweise wir hatten sogar zu wenig Platz in der Clanburg, um alles zu lagern. Und das ist ja ehrlich gesagt ein bisschen blöd, wenn man nicht mal seine gesamte Beute lagern kann. Okay, soweit dazu. Ich werde hier mal mein Schild entfernen. Wunderbar. Wir haben wieder ein Schild frei. Und wir sehen uns wieder, wenn Goldlager fertig sind und wahrscheinlich auch bereits die Kanone fertig ist. Und ja, eventuell farme ich vorher auch schon ein bisschen für Rathaus Level 6. Das weiß ich jetzt noch nicht ganz genau. Vom Farmen werde ich nichts mehr so weit zeigen. Vielleicht den einen oder anderen Angriff. Wenn er extrem außergewöhnlich ist. Sprich, wir eine Riesenbeute machen. Das kann schon sein. Bis dahin, macht's gut.